Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 24. Part von Night in the Woods. Das ist eigentlich oben hier oben, waren wir doch überall schon. Jetzt sind wir erst, gucken wir uns erstmal ein bisschen hier unten um. Ne? Und nochmal hier, wie immer, unseren Tagesablauf. Das Old Pickaxe, da gehen wir jetzt mal rein, oder? Ja, aber beim letzten Mal haben wir ja dann was mit Greg gemacht. Jetzt gucken wir mal, jetzt gehen wir mal hier rein. Wir sagen da einfach nein, wenn sie fragt, ob wir direkt zum Graveyard gehen. Wow. Wow. Dude, are you okay? Yeah, I guess, sure. Tired, had a headache for days. You should, like, go home and rest. I feel like you'd be able to, like, vag out pretty well. Nah, I'm fine. Doing stuff helps. How are you feeling about the whole ghost thing? Ghost? Sorry, ghost. Thanks. And I feel bad. I mean, since it happened, I don't feel rested in the morning. And I feel like someone else is in my head. And my skull is going to explode. So yeah, not good then. Nope. Hmm. Did you still want to check out the graveyard? Not today. Okay, well, let me know. Yep, denn später werde ich zu dir kommen. Dann werden wir auf den Friedhof gehen. Aber jetzt möchte ich erstmal natürlich noch kurz mich hier in der Stadt umschauen. Um, ja, herauszufinden. Was heißt herausfinden? Einfach nur, um unsere Leute zu besuchen. Wie zum Beispiel den lieben Angus hier. Ich denke, der wird jetzt auch gleich fragen, wahrscheinlich, wo, ob wir es machen sollen jetzt, wo wir hin müssen. So, I said I could, like, take you up to the park, genau. You did indeed. I'm so tired. You're gonna be okay. Yeah, I'll be fine. You up for this park trip? Nah. Okay, ja, mit Angus, ja, reden wir nicht so viel. Warum auch immer, reden wir mit Angus nicht so viel. Angus Haus. Ich möchte, man muss, also, da oben, ne, wo die Kisten, wo ich gesagt habe, da könnten vielleicht Kisten hinkommen, ne? Sind da jetzt vielleicht Kisten? Kann ich da jetzt irgendwie hoch? Da muss man noch hochkommen. Ich rate halt nicht so ganz von dieser Dreier... Ach, mit dem Dreiersprung komme ich da doch. Nur wann... Manchmal funktioniert der nicht. Siehst du eigentlich jeden dritten Sprung? Aber manchmal will es halt nicht. Oh, jetzt! Okay, wir sind oben. Okay. Das hat funktioniert. Alles klar. Da drüben war aber nichts. Ist hier irgendwas? Oh, bitte lass hier mal irgendwas sein. Wenn nicht, dann wäre es ja scheiße. Oh, da ist eine Tür. Kann ich da rein? Oh, wie cool. Na, endlich. Ich wusste, man kann da holen. Dreierschwung, echt. Oh, yo. Party time. Holy shit, that's a lot of birds. Hello? Hello? I'm May. Sadie. What are you doing up here? What are you doing up here? Exploring. Same way I found it. Did you know? This is the only stage in town. Are you on a stage a lot? Nope, not for a long, long time at least. Looks like no one's played here in a long time. Yeah, been a few decades. Are you gonna, like, put on something here? Oh, I don't think anyone's gonna be putting anything on here. At least not anytime soon. No electricity, probably structurally unsound. Infested with rats and pigeons. Other than the electricity that's like most of the town. Ha ha ha. That is it, that is it. Guck mal, hier haben wir eine neue Person gefunden. Der hier... Bisschen was spielt. Oh, ein Pentagramm. Wow, Pentagramm. Doesn't prove anything we're teens. Spooky, though. Jetzt haben wir zwei. Okay. Okay, eins fehlt. Oh. Wenn wir das vielleicht finden wir es ja auf dem Graveyard. Oder wenn wir mit Angus beginnen. Ich weiß es nicht. Ah, aber guck mal, da haben wir noch was Neues gefunden, immerhin. Und gehen nach unten. So. Da ist der Snackfalken, da können wir natürlich nochmal kurz reinschauen. Und natürlich zu unserem bekifften Freund da oben mit den Smelters. Und ja, nochmal bei der deutschen Kriegsführung und dann zurück zu B. Hey man! Hey! How are you holding up? Got a splitting headache. Feel like I've barely slept, even though I slept a lot.
Jeez, you okay? I don't know. Can I do anything? Kill me? Bang! I shot you. Thanks. So, what are you up to today? Just saying hey. Hey! Ja, heute sagen wir nur hey, weil wir mit Greg nichts mehr tun können. Da wir alles mit ihm erledigt haben, also was heißt alles, aber zumindest waren wir mit ihm eben schon im Geisterhaus. Während wir mit Bea eben noch auf den Graveyard müssen und mit Angus noch in den Park. Aber wir werden auf jeden Fall Bea vor Angus machen, glaube ich. Ja, doch, machen wir. Aber natürlich erstmal gucken, ob hier die deutsche Kriegsführung noch irgendwo rumhängt. Ich möchte das nämlich jetzt bitte auch nur noch so nennen, ne? Deutsche Kriegsführung. Hey, Germ. Hey, May. Totally what's up. Other than the obvious. You seem something too. Do I look any different? To me you do. Thanks for your attention. Okay, das war's leider Gottes schon mit der deutschen Kriegsführung. Also nichts, kein Ausflug zu seinem Tier. Mann, ich möchte es nochmal sehen, das war sweet. Blöde deutsche Kriegsführung, lass mich doch zu deinem Tier, aber ich kann da halt nicht von selber runterspringen. Oder ich bin zu blöd. Das kann natürlich auch sehr, sehr gut sein, aber ich meine, mehr als nach unten und springen drücken, was halt nach unten fallen ist in dem Spiel, kann ich halt leider nicht tun. Das geht halt leider nicht. Aber nun gut, dann haben wir jetzt alles abgeklärt, dann werden wir mal zurück, ein kleines Stückchen zurücklaufen ins Old Pickaxe. Und dann mit Bea auf den Friedhof gehen. Ist das sicherlich auch nicht so das Tollste? Ah, hier oben. Na, waren wir noch gar nicht. Wir hören so Smelter Boys. Well, that's it. Shipping it out tomorrow. Can't believe you actually landed the new job. Yep, moving on to better things. The kids excited? Oh yeah, they love it, ma'am. They love it. Might take a while. Well. Yep. Maybe just one more, huh? Yeah, one more. Go, Smelters! Yep, Smelters! Also, der eine zieht anscheinend um. Heißt, es war wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir ihn hier gesehen haben. Und deshalb ein letztes Mal noch Go, Smelters. Oh nein, das war, finde ich, die besten Charaktere im ganzen Spiel, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also, Go, Smelters, Boys. Go, Smelters! Aber seitdem bin ich auch Fan von Smelters. Die haben mich dazu gebracht, ein Fan von denen zu werden. Old Pickaxe, we're there. Die Stadt ist halt schon groß zu entdecken, aber man kommt halt sehr schnell von überall. Also ist nicht von der Masse her groß, aber es gibt so viel drin, was man entdecken kann. Das finde ich richtig geil. Did you still want to check out the graveyard? Actually, yeah, let's do it. Let's do it, let's go to the graveyard. T, mit T, nicht mit D, mit T. Spreche ich das aus, weil ich cool bin. Cool mit K. Krass, oder? Foggy. Always got that evening fall fog. Collects between the ridges. It's spooky. I don't know. Good spooky. I get really sad because it's not there year round. Ja, da würde ich auch traurig werden. Okay, der ein Friedhof. Das ist natürlich immer toll, hier ein kleines Stable Beat zu haben. Ich meine, sie passt zum Friedhof, wirklich. Well, there's the statue. Oh, also spooky. I thought you were, like, actually kind of afraid. I mean, I am, but, like, whatever. So, we wait here? Yeah. And a ghost shows up? This isn't dumb. Don't act like it's this is dumb. Hey, I'm along for the ride. Wo taucht der Geist auf? Know any ghost stories? Not off the top of my head. Okay, what's scary? Things are like monumentally screwed up right now, and no one in power gives a shit, or they're actively making it worse, out of spite or profit. Whoa, jeez, I meant like a skeleton or something. Alright, sorry. Okay. We'll have a spook off. I say something and you make it spookier. Alright. How about this? A skeleton outside your window. A regular stranger person outside your window. He's smiling. And he's from the bank. Oh, come on! He's here to tell you they're gonna take your house. This is just depressing. And he's a zombie. Okay, fine, that works. Zombie bank guy. All the things you're afraid of are boring.
scary stuff is like really, really boring. Oh my god, Beatrice. What were we supposed to be doing? Watching a statue or something? This is dumb, let's go. Okay. Ja, die ganze Zeit sich irgendeine Statue angucken ist jetzt nicht so super sinnvoll. Muss man einfach mal sagen. Okay, so I'm gonna go visit my mom. She's right down there. Oh, okay. Give me a minute or two, okay? Totally no problem. Sorry. Sorry about what? About your mom and all. It's okay. It happens. Cool, cool, cool. I'll check out some graves. Alrighty. I took a class on death and dying. When I couldn't get into the dinosaur class back at school. It's like something I actually know about. Cool. I'll meet you back up here then. Let's check out a grave or three. Okay, ich laufe hier mal hinterher. Wir wollen uns ein paar Graves auschecken. Ich will sie nicht stören. Bei ihrem Moment mit ihrer... Beim Grab ihrer Mutter natürlich, aber da hoch konnte ich ja gerade nicht. Deshalb laufe ich immer hinterher. Hey. Hey. Is this... Yep. Oh. Yep. Okay, das Grab ihrer Mutter, ja, natürlich lassen wir sie ja. Okay. In Anführungszeichen allein, weil wir nicht hier weiterlaufen können. Oh, in Ordnung. Ich dachte, wir könnten irgendwas tun. Dann gehen wir auf jeden Fall wieder zurück und lassen sie natürlich alleine. Und schauen mal, ob wir sonst irgendwo hin können. Vielleicht können wir uns hier wirklich irgendwas angucken. Vielleicht zurück einfach gehen. Weiß es nicht. Irgendwas werden wir schon erkunden können. Ah, guck mal. Rose. Age 59 years. Standard headstone, nothing fancy. Clearly religious. 95 years, wow. Well, 59. Ich hasse Zahlen. When she was born, the most high-tech thing was horses. She had to, like, look out of the window to see a horse. And now we have, like, pictures of horses on the internet. Like any horse you can think of. She saw us from horses to internet horses. Decent run. Okay. Das ist, klar. Oh, 14 hier. Okay, das ist natürlich... Catherine Fish, taken by flu, 14 years old. Oh, dang. Lived like 14 years. That's not enough time. Probably never said anything anyone could understand. We should get off at least one good sentence in life. Ja, da stimme ich zu. Das ist der Sinn des Lebens. Einen guten Satz von dir lassen. Da stimme ich dir zu, May. Was haben wir denn hier? Irgendwelche Gräber angucken. Brad Boysen mit einem Fahrrad darauf. Oh, fancy. This guy was a fancy guy. Okay, I'm gonna guess. He was hit by a bike. And they engraved his murder on his gravestone. Forever shame that bike. Jeez, B. How long does a mom visit take? TikTok, Beatrice. We got places to be. Holy crap, I'm a jerk. Wollte ich gerade sagen, jetzt lass dir doch mal ihre Zeit mit ihrer Mutter, mit dem Grab ihrer Mutter verbringen. Ich meine, da sollte man keinen Zeitdruck oder sonst irgendwas verspüren. Wenn man an die letzte Ruhestätte einer geliebten Person geht. Wir haben uns ja mal ein paar schöne Gräber angeschaut. Die Mucke ist so großartig. Sie ist zu leise, aber sie ist großartig. Hey. How did it go? Fine. She's still there. Were you worried that... You know how we've been having sinkhole problems in town? Yes. That's what was wrong with your street. Anyway, my mom's buried in a pretty low spot. Couldn't afford the hill. So I was worried. Like, you're worried that ground's just gonna, like, cave in? What part of sinkhole is difficult to understand? We're in a graveyard. They shouldn't make these where sinkholes are a problem. Yeah, and they shouldn't build towns that flood. And yet here we are. Okay, you ready? You know, when I was down there, I think I heard music from the top of the hill. And like, voices. Oh, that's spooky. Yeah, not sure what's going up there. Let's go find out. You coming? Oh yeah, sure. Okay, nach oben. Da wo ich vorhin schon wollte, aber da durften wir noch nicht. Stimmen und Musik haben wir dort also gehört. Hat sie dort also gehört. Dann schauen wir doch mal, ob wir oben irgendwas finden können.
eine Treppe und es wird sehr, sehr komisches Licht. Und da, die Punks! Oh, weary travelers. You seek answers among the dead. But they shall give you none. Who the hell are you? Mere messengers. Observers. Meddlers, Meddleute. Teens, they're weird teens. Oh. Yeah, weird goth teens. Da passt doch hin, B. Alright, well, we're the keepers of the gate. There's a literal gate you're sitting in front of. We govern who shall pass. And who shall remain. Alright, well, answer all these questions. Truthfully. What? And you may pass into the realms of the dead. Okay, fine, whatever. Get on with it. First question. Have you ever done it? You can't just call it sex. We're grown-ups here. Well, we are at least. Answer. Ja. Ja, ich hab was auch immer getan. Sex haben wir schon gemacht. It was fantastic. Really? No, I'm very much lying. Okay. And you? Yeah. What? When? Somewhere before 11th grade. Really? But did I not know this? This was when you weren't talking to me. Who? Who did this happen with? You don't know him. It was at math camp. Math camp? What is math camp? You go and do like math stuff. Wie alt sind wir eigentlich? Das frage ich mir jetzt gerade, wenn es ums Thema Sex geht, so. Weil May ist so voll, so, du hattest schon mal, wow. Ich hab sie jetzt so als 20, doch, May ist ja 20. Mit 20 ist es doch nicht unnormal oder so. And cam stuff. And apparently have lots of sex? It wasn't good. Top-notch math, though. This is boring. Next question. Geez, fine. Describe your dream date. These are the stupidest questions. Yeah, don't you want to ask something like spooky at least? Dream date. Okay, fine. He'd be tall, dress cool, really smart, likes good music. And we go to the movies. Boring. You? Wrestling. Wrestling is, yeah, nice. Like you wrestle or you're gonna like watch wrestling? I could wrestle. I don't care if it's a guy or a girl. But they'd have to be like, grrr, because I don't even want to date someone who's not. Grrr. So you're gonna wrestle this person? Yeah, they'd be super tough and cool. And we'd be all tired and dirty and bleeding. And then we'd like lay on the floor and tell each other secrets. That's actually really sweet, I guess. What do you want from me? Next question. What is your most embarrassing experience? What? Just go with it. Answer! One time I farted in front of the class. That's it? What were you expecting? Okay, that sucked. Now you go. Oh, God. Was peinlich, also es ist umso peinlich, umso näher es eigentlich dran ist, oder? Ja, one time in college. There was this cute girl I saw at the cafeteria, like a few times a week. I guess our schedules lined up or something. Which is weird about college, it's like a little town. Cut to the chase. Jeez. Okay, so, I got up the nerve to talk to her, and I followed her out into the hallway. And I don't know why, but I shouted, "Hey!" And she turned around and all I could do was wave. Oh, this is funny. And then I turned around and tried to walk away all cool. But I ran into a doorframe behind me. And it hurt and I staggered back and then fell into the trash can outside the cafeteria. And my face went into the trash spaghetti. Alter, holy shit, dude. Yeah, man. Continue. And I like flailed until the trash tripped over. And I got up and the girl had, she'd washed all of it. And I tried to give her the smile like I'd somehow meant to do that. But it turns out I'd swallowed some of the trash spaghetti. And then I puked all over myself. Alter, that escalated fucking quickly. No wonder you came home.
Oh, shut up! How is that messed up? I'm going to throw up. Thanks for nothing. You've come face to face with your lowest moment. You may pass unburdened? Yeah, for real. Okay, let us pass already. The power to pass was in your hands all along. What? What the effing hell? You may go. God damn it. Go to hell, teens. I hate everything right now. Forget it, let's go. Ja klar, wir hatten die ganze Zeit die Power hier durchzugehen. Natürlich, wir hätten einfach durchlatschen können. Natürlich, aber die Fragen zu beantworten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Weil wir ein bisschen was über May erfahren haben. Über ihre peinliche Geschichte. Ich meine, WTF, wie kann sowas passieren, dass einfach so 50 Sachen auf einmal kommen, die peinlich sind? So like, ghosts? Ghosts? Like, I don't know if I believe in them, but... Yeah? So you know how you said you've been seeing ghosts at night? I mean, I don't super believe it's not just dreams. Because obviously it's dreams. Okay, that's certainly your take on it. But like, did you ever see my mom? No. I mean, I can't really tell. And I don't think the ghosts were like people. Like, they're not sitting around being ghosts. It's more like echoes. Echoes of shit that happened and people that were here. Oh. Trust me, none of the places looked like super much fun. Your mom was red as hell. Too red to hang there. That's like... I appreciate you trying to turn us around. I'm doing my best, Beatrice. Alright, anyway. So the bad news is that we're locked out. By that big ass gate. Why make a giant gate in the graveyard? To keep people like you out? And stop what you're probably gonna do? Yeah, we'll never know for sure. Alright, well, I'm not climbing it. Go do your thing. My thing? You're good at this kind of thing. Brute force and shit. Jeez, gotta do everything around here. It's your ghost, I'm just a driver. Fine, hang out, I'll be back. Okay, jetzt werden wir also alleine hier auf Jagd gehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part von Night in the Woods gefallen, denn das war's erstmal mit diesem Part. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Schaut die Playlist nach dem Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Peace up und haut da rein.